Im Rahmen von Tatort Eifel zeigt das ZDF den ersten Teil seiner neuen Samstagskrimi-Reihe Wendland. Bei der Kinopremiere im Filmpalast in Daun sind auch prominente VertreterInnen der Krimiszene vor Ort. So auch Wendland-Hauptdarsteller Ulrich Nöten. Er spielt die Hauptrolle als Kommissar Jakob Stiller. Unsere Festival-TV-Moderatorin Eva Hansens traf ihn kurz vor der Premiere. Hallo und herzlich willkommen hier im Kinopalast. Ich stehe hier mit Ulrich Nöten. Hallo. Hallo, guten Abend. In meiner Generation kennt man Sie hauptsächlich aus Kinderfilmen wie Das Sams oder Bibi Blocksberg. Seit wann spielen Sie denn auch in Krimifilmen mit? Weiß ich nicht. Ich habe die Jahre nicht gezählt, aber es ist auch nicht so, dass ich als junger Schauspieler mit Kinderfilmen angefangen habe, um dann ins ernste Fach zu wechseln. So war es nicht. Also schon ziemlich lange spielen Sie auch Krimis. Ich glaube, wenn man in Deutschland anfängt zu drehen, dann kommt man um den Krimi nicht herum. Dann wird man auch schon in sehr frühen Jahren damit in Berührung gebracht. Und wie kommt es, dass Sie dann als so seriöser Schauspieler, der in Krimis mitspielt, auch in Kinderfilmen mitspielt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ein Schauspieler, der in Kinderfilmen mitspielt, kein seriöser Schauspieler sein kann. Das ist eine Frage der Berufsauffassung. Ich glaube, dieses Missverständnis kommt eher von der geringeren Wertschätzung, die der Kinderfilm im Feuilleton genießt und dementsprechend dann Leute, die dort mitspielen und auch ein bisschen Blödsinn machen und größere Grimassen schneiden, sofort als unseriös abgestempelt werden. Bevorzugen Sie denn eine Art von Genre? Ja, ich bevorzuge das Genre des guten Films. Und es ist ein großes Vergnügen, mit einem guten Team zu arbeiten, mit einem guten Drehbuch, mit einem interessanten Stoff, mit Kollegen, die ihr Handwerk verstehen. Mehr will man nicht. Und gibt es für Sie als Schauspieler denn einen Unterschied, wenn Sie einen Kinderfilm und einen Krimi drehen? Nein. Nein. Okay. Ja, gibt es da viele Unterschiede, aber ich wüsste nicht, was ich jetzt sagen soll. Der Unterschied zwischen dem Krimi oder dem Psychothriller oder dem Ehedrama und dem Kinderfilm liegt hier und da, sondern es ist, man könnte höchstens sagen, wir haben jeweils ein anderes Zielpublikum und dementsprechend sind vielleicht die Anforderungen an das Verständnis unterschiedlich, aber es sind alles Zuschauer und man soll die ernst nehmen. Man soll sich vor allem selbst bei der Arbeit ernst nehmen. Und wenn man das auch beim Kinderfilm tut, dann könnte es ab und zu auch einem Comedian gelingen, ein guter Schauspieler zu sein. Ja, das war's sogar schon. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gern. Schön, dass Sie hier waren und auf Wiedersehen.